Also man ist mal froh, wenn du zu Hause beginnen darf, wenn ich das aus unserer Sicht sagen kann. Und dass du ein Highlight-Spiel hast, das ist so. Ja, du spielst gegen eine der drei Top-Mannschaften der Liga aus meiner Sicht, die in den letzten Jahren immer wieder um Europa gespielt haben, bis auf die eine Saison, wo es nicht so funktioniert hat, immer um Champions League gespielt haben. Deswegen ist das gleich ein Top-Spiel. Und ja, da weißt du gleich, wo du stehst. Mönchengladbach spielt seit Jahren schon auf einem hohen Niveau, sind oftmals international dabei, dann manchmal nicht. Aber trotzdem eine junge, talentierte Mannschaft und wenn sie nicht eine gute Saison spielen. Na gut, also dass Leverkusen seit Jahrzehnten einen herausragenden Job macht, das habe ich in zwei, drei Antworten ja auch anklingen lassen. Dass Leverkusen ja auch heute viele deutsche Nationalspieler, junge deutsche Nationalspieler hatte. In der Zeit, als ich gespielt habe, wenn ich an Nowotny, Ramelow denke, Bernd Schneider denke, Oliver Neuville denke, hatten sie auch damals schon viele junge deutsche Nationalspieler. Also Leverkusen macht das schon seit Jahrzehnten wirklich herausragend gut und dementsprechend ist ja die Arbeit von Rudi und von Jonas Bolt natürlich unglaublich hoch zu bewerten, wenn du in den letzten, 20 Jahren, glaube ich, nur zweimal nicht Europapokal bist und davon sehr, sehr häufig Champions League. Ich glaube, du machst da sehr viel richtig.